بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Kommen wir heute zum Vers in Surat al-Fatiha, nachdem wir die Basmala erklärt haben. Kommen wir zum Vers الحمد لله رب العالمين. Was bedeutet Alhamdulillah oder was ist der Alhamd? Alhamd stammt vom Verb Hamida, das heißt loben. Und wenn das Alif und Al-Lam hineinbricht oder hinzugefügt wird, der sogenannte Artikel, das Lob Alhamdulillah, dann sagen sie im Arabischen Dallat, yani das Alif und Lam, ala listighraq, auf das Beanspruchen hin, und Eschumul, das Umfassen, und Alistiqsa, das Vertiefen, also das komplette Lob. Und manche sagen, man darf das Alif und Lam umtauschen, natürlich in der Sprache, nicht im Koran, mit Kull, alles. Und deswegen wird es auch übersetzt im Deutschen mit alles Lob gebührt Allah. Denn dieses Alif Lam weist auf allen Lob hin. Und so weiter mit allen Worten. Wenn du sagst, Ash-Shukr ist der Dank, Ash-Shukr ist dann der Dank und es umfasst dann allen Dank oder aller Dank. Also lernen wir daraus, Kullul Hamd bi jami'i sunufihi wa ajnasihi lillahi ta'ala. Also gebührt oder gehört aller Lob, jeglicher Sorte von Lob und Art gebührt Allah allein, weil es heißt Alhamdulillah. Dann, wie definieren Sie Alhamd? Hier gibt es sehr viele Definitionen der Gelehrten. Beispielsweise wurde gesagt, Wasful Mahmudi bisifatil Kamali ma'al Mahabbati wat Ta'zim. Das heißt, Wasful Mahmud, den Gelobten bestimmt zu beschreiben, bestimmte Eigenschaften zu geben. Welche? Bisifatil Kamal. Diese Eigenschaften sind vollkommen. Und dazu, ma'al mahabba. Ich liebe ihn, beziehungsweise, dass er diese hat. Wat ta'zim. Und dabei verherrliche ich ihn und würdige ihn im Herzen. Um das noch besser zu verstehen, sagen Sie weiter. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ كَانَ نِفَاقًا وَرِيَاءً. Wenn in deinem Herzen keine Liebe vorhanden ist und keine Verherrlichung und Würdigung, dann ist das Heuchelei und Augendienerei. Dann sagst du es jemandem nur so. Du lobst jemanden nur mit der Zunge. In deinem Herzen aber ist weder Liebe noch Verherrlichung und Würdigung. Und das muss vorhanden sein, wenn man jemanden lobt. Und deswegen, wenn wir sagen Alhamdulillah, dann ist unser Herz voller Liebe und Verherrlichung und Würdigung Allah gegenüber. Das ist der wahre Lob zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also sagen sie, dann ist es nur Nifaq oder Riya', وَكَذِبًا وَتَزَلُّفًا وَمَدْحًا مَذْمُومًا. Es ist eine Art, sich einzuschmeicheln oder einschleimen. Und es ist ein Lob, welches getadelt ist, was nur aus einer Hülle besteht, ohne einen Kern und ohne Frucht. Und Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hat auch eine wunderschöne Definition dazu. Er sagt, Alhamdu الإخبار بمحاسن المحمود. Er sagt, Alhamd, dieses Lob, ist das Berichten von den schönen Dingen des Gelobten. Als würdest du über jemanden oder von jemandem schwärmen und gut erzählen. Pass auf, مع المحبة لها. Während du diese schönen Dinge, die du über ihn kennst und erzählst, liebst. Du liebst diese Dinge. Und dann sagt er weiter, فَلَوْ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ بِمَحَاسِنِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَحَبَّةٍ لَهَا لَمْ يَكُنْ حَمِيدًا. Subhanallah. Das nennt man gar nicht Lob. Was denn? Er sagt, wenn jemand berichten würde über die guten Dinge eines anderen, ohne diese Dinge zu lieben, so nennt man das nicht Hamd. Das ist nur Einschleimerei und Einschmeichelei.
Und dann geht's noch weiter, um die Sache noch enger zu schnüren. Er sagt: Walau ahabbaha, walam yukhbir biha, lam yakun hamidan. Subhanallah. Damit du mal begreifst, was es heißt, Alhamdulillah zu sagen. Er sagt: Walau ahabbaha, und sagen wir, du würdest sie lieben, aber dann nicht davon berichten. Walau ahabbaha, walam yukhbir biha, und diese dann nicht zu berichten und nicht zu erwähnen, diese schönen Eigenschaften desjenigen, über den du redest, lam yakun hamidan, wird es auch nicht als Lob angesehen. Also musst du diese zwei Bedingungen erfüllen. Du musst diese Dinge lieben, die Eigenschaften, die er hat, und von diesen auch berichten. Und deswegen sagt er auch, Sheikh al-Islam, in einer anderen Stelle von seinen Büchern, وَالْحَمْدُ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْقَلْبِ وَالْلِسَانِ. Er sagt, und der Hamd, dieses Lob, findet statt durch Herz und Zunge, also innerliche Liebe und Würdigung, und es auch mit der Zunge erwähnen. Dann sagen wir لِلَّه. Dieses Lam im Arabischen nennt man Al-Lam oder Lamu Lamul Jarri oder Al-Lamu, sagt man Harfu Jarrin. Dieses Lam ist ein Buchstabe, wir würden auf Deutsch sagen der Dativ. Dieses hat einen Nutzen im Arabischen, nämlich sie sagen وَهِيَ تُفِيدُ مَعْنَى الْإِخْتِصَاصِ وَالْإِسْتِحْقَاقِ. Dieses Lam, ja, weist auf Dativ hin und gibt diesem Wort eine Kasra, meistens, außer bei Ausnahmen, und hat den Nutzen von Al-Ikhtisas, Spezialität, Wal-Istihqaq, Anrecht und Anspruch. Nur dieser Buchstabe Lam. Das heißt, wenn wir sagen Alhamdu li la, heißt dann, dass Allah an Alhamd al-Mutlaqa, das absolute Lob, gebührt Allah alleine, der das Anspruch hat auf diesen Lob und speziell er alleine mit diesem Lob gelobt wird und kein anderer. Das lernen wir aus dem Buchstaben Lam in Lillah. Und das ist der großartige Koran bzw. die Sunnah und die ganzen Aussagen, die wir tätigen, jeder Buchstabe hat irgendwo eine Bedeutung. Warum hat Allah diesen Anspruch und dieses Anrecht und diese Spezialität auf Lob? Ganz einfach. لِأَنَّهُ الْمُنْعِمُ بِأَكْبَرِ النِّعَمِ وَأَعْظَمِهَا. Denn er ist derjenige, der Gunst gewährt und gibt mit den gewaltigsten Gunsterweisungen überhaupt und die größten überhaupt. Wer kann die Iman, Glauben schenken? Wer kann dir nützliches Wissen der Religion schenken? Wer kann dir Gesundheit schenken? Wer schenkt dir Kinder etc. etc.? Niemand kann das. Und deswegen hat er dieses spezielle Lob verdient und diesen Anspruch und Anrecht darauf, wenn du sagst Alhamdulillah. Und deswegen bei jedem Menschen, bei dem du dich bedankst, es kehrt eigentlich zurück zu Allah. Denn letztendlich stammt diese Gabe, die die Person A, B gegeben hat, stammt sie von Allah. Eine weitere Sache, die wir lernen aus Alhamdulillah. Alhamdulillah im Arabischen, man sagt dazu Jumlatun Khabariyya. Was heißt Jumlatun Khabariyya? Es ist ein Informations- oder ein Nachrichtensatz. Da steckt was drin. Welche Nachricht? Ja, dass eben ein spezielles Lob Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Und welche Bedeutung steckt nun darin? Genau wie beim Lam von Lillah, nämlich Fiha ma'na al-Amr, Allahu Akbar. Darin steckt auch gleichzeitig die Bedeutung des Befehls. Als würde Allah sagen, hier, ich informiere euch, dass mir aller Lob gehört, aber irgendwo steckt auch drin der Befehl, mich zu loben. Yani, sagt Alhamdulillah. Und das finden wir auch an verschiedenen Stellen im Koran, wenn Allah sagt, wa qul alhamdulillah, und sag Alhamdulillah. Also sagen wir, er berichtet seinen Dienern, dass er gelobt ist und der Gelobte ist, deswegen auch einer seiner Namen, Al-Hamid, der Lobenswürdige, und gleichzeitig befiehlt er seinen Dienern, dass sie ihn loben. Wie gesagt, in verschiedenen Stellen, im Koran beispielsweise, Surah An-Naml, Surah 27, Vers 59. Also schau mal,
was für gewaltige Bedeutungen und Früchte in diesen Wörtern stecken, beziehungsweise in diesen Buchstaben. Dann sagt er, Rabbil Alamin, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, Rabb, sagen sie hier auch im Arabischen, Sifatun ula li lafzil Jalala, Allah, ist die erste Eigenschaft, die Allah beschreibt. Das heißt ja Alhamdulillah und dann beschreibt er sich Rabb. Der Name Ar-Rabb ist die erste Eigenschaft, weil danach kommen noch mehrere. Und Rabbi oder Rabbil Alamin ist der Erschaffer und der, der sie beherrscht und der berechtigt ist, zu tun und lassen, was er will mit seiner Schöpfung. Das ist Rabbil Alamin. Und das Wort Rabbi, der Grund oder die Grundform ist entnommen aus At-Tarbiyah, die Erziehung oder die Zucht oder das Züchtigen einer Sache und sie zum Wachsen zum Bringen, bis sie die Vollkommenheit erreicht. Und im Arabischen gibt es Synonyme dafür wie Malik oder Sayyid. Malik ist der Herrscher, Sayyid ist der Führer und Rabb ist der Herrscher. Und in der Umgangssprache sagen sie oder hat es die Bedeutung von Sahibu Shay, also der Besitzer einer Sache. Man sagt Rabbul Bayt, der Herr des Hauses, ist auch im Deutschen bekannt. Oder ein noch besseres Beispiel im Vers, im letzten Vers, in den vorletzten Versen von Suratus Saffat, Sura 37, Vers 180, als er sagte, Subhana Rabbika Rabbil Izzah, also gepriesen ist dein Herr, pass auf, Rabbil Izzah, der Herr der Allmacht und Stärke. Und Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, sagte, Ar-Rabbu, dieser Name, Hua. Und dann hat er fünf Namen erwähnt von den Namen Allahs, die diesem ähneln. Er sagt, Al-Murabbi, er ist der Erzieher. Oder Al-Khaliq, der Erschaffer. Ar-Raziq, der Versorger. An-Nasir, der zum Sieg verhilft. Und Al-Hadi, der recht leitet. Ja, und einige Gelehrten sind der Meinung, dass Ar-Rabb ein Name von den Namen Allahs ist. Wie zum Beispiel Imam Al-Qurtubi in seinem Tafsir. Und aus diesem Namen stammt dann der sogenannte Tawhid Ar-Rububiyyah, was auf die Sifa Dhatiyyah hinweist. Sifa Dhatiyyah hatten wir auch schon. Es ist eine Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben wird, seinem Wesen. Er ist der Rabb. Und Fi'liyyah. Das heißt, diese Herrschaft, die er hat, lässt er seine Schöpfung spüren, indem er Sonne aufgehen lässt und untergehen lässt und es regnen lässt, etc. und recht leitet und sterben lässt. Also diese Eigenschaft ist fest an ihm verankert und sie hat auch Nutzen für die Menschheit. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sagte ebenfalls, Wa-Rabb mit Artikel Alif Lam, also der Herr, La yutlaqu illa ala Allah ta'ala. Man darf sagen, Rabbul Bayt, Rabbul Sayyara, Rabbul Ibil, also der Herr des Autos, der Wohnung, des Hauses, etc. Aber mit Alif Lam, mit Artikel Ar-Rabbu, darf niemand genannt werden. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, was mit Welten übersetzt wird. Und Al-Alamin im Arabischen sagen sie, Kullu ma au kullu mawjudin siwa Allah. Alles, was existiert außer Allah, nennt man Alamin. Also umfasst es alle Schöpfungen von Himmel, von Erde, was dazwischen ist. Engel, Menschen, Dschinn, Satane, Tiere auf dem Festland, Tiere auf dem Ozean, leblose Materie, Berge, Bäume und so weiter und so fort. Und sie sagen, es lässt sich ableiten vom Wort Alama, das Zeichen. Warum? Denn alles, was vorhanden ist und erschaffen wurde, ist ein Zeichen für die Existenz Allahs. Wenn du dir die glitzernden Sterne anschaust und den leuchtenden Mond, und die heiße Sonne und die gewaltigen Himmel und die Erde und die Ozean und die verschiedenen Farben und Tiere, das alles sind Zeichen für den
für den Schöpfer. Und deswegen erwähnt er das auch, subhanahu wa ta'ala, in den bekannten Versen wie Inna fi khalqi samawati wal ard, gewiss in der Schöpfung von Himmel und Erde, wachtilafi al-layli wa an-nahar, und im Unterschied zwischen Nacht und Tag, la ayat, hier haben wir es in Zeichen für Leute, die Verstand besitzen. Oder er sagt, wa min ayatihi khalqu samawati wal ard, und von seinen Zeichen sind die Schöpfung der Himmel und der Erde. واختلاف ألسنتكم وألوانكم, und die verschiedenen Zungen, Sprachen und die verschiedenen Farben. Das alles sind Zeichen für den Schöpfer. Das so viel zum ersten Vers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Danach heißt es Ar-Rahman Ar-Rahim. Dieses werden wir nicht machen, denn die Erklärung findest du in der Basmala. Also im Vortrag davor findest du alles rund um Ar-Rahman Ar-Rahim. Weitergehen wird es dann mit Maliki oder Maliki Yawmiddin, das dann im nächsten Teil, inshallah wa ta'ala. Hadha wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.